Big Horn. Oh, prima. Kenn ich den? Und wenn ja, was tut... Uah. Alter, was macht der da? Fatsch. Was geht bei dem Typen? Da, das ist aber eine große Kugel, mein Freund. Da, eine große Kugel, mein Freund. Und er wirft zweimal mit einer Bombe. Der ist ja witzig eigentlich, ne? Ich finde ihn super cool. Der Boss ist cool. Er dauert halt... Da! Wird schlimmer. Da! Au, 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 au. Da war er unter mir. Das habe ich irgendwie nicht gesehen, weil ich doof bin. Oh Gott. Oh Gott. Der kann aber auch böse Dinge tun. Und ich nehme an, fast der wird auch irgendwie immer schlimmer. Man kann versuchen, dass der seine eigenen Bomben frisst, ne? Oh, kommen die Dinger wieder? Oh, oh. Oh, oh. Komm hier nicht weg. Der ist halt ein bisschen flott, ne? Manchmal. Aber er ist irgendwie total cool. Ich mag den. Oh, guck mal, ein Evil ab. Und Range und Shot Speed. Nehmen wir beides. Nehmen wir doch alles ganz gerne. Ja, wie gesagt, der Time Run ist, glaube ich, gelaufen. Wir kriegen auch unsere Chance auf einen Teufelsraum irgendwie nicht wieder hoch. Und ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich hasse die Viecher hier übrigens. Bin ich hundertprozentig sicher, was ich tun soll. Außer hier das total doof zu machen. Und mit doof meine ich sehr cheatig, hätte ich jetzt was gesagt. Und ich, also käsig, käsig. Käsig mache ich das hier. Und da ich genug Zeit für Käse habe, geht das sogar. Auch wenn es mir nicht gefällt. So, oh Gott, 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 oh Gott. Nein, 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 es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Ich komme an das Ding nicht dran. Okay, das war's aber auch. Okay, keine neuen Gegner, keine... Da, geh weg, keine neuen Gegner. Gut, dass ich fliegen kann, ne? Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich nicht fliegen könnte gerade. Da ist der Boss, den könnte man direkt machen. Noch hat man eine halbwegs hohe Chance auf einen Teufelsraum, wobei ich die theoretisch ja auch noch wieder steigern könnte, ne? Geht ja auch. Warte mal, ich habe eine Idee, was ich tue. So, oh. Schuhe. Hier könnte nämlich ein Geheimraum sein. Ja, ist da auch. Und dann kann man den Typen da zum Beispiel sprengen. Das gibt dann nämlich auch eine höhere Chance. Sind zumindest schon mal wieder 5% mehr. Das heißt, wir haben 72,5. Damit machen wir auch mal den Boss. Das ist Gurdy, den kriegen wir sogar ganz gut tot, denke ich. Ohne Schaden zu nehmen, hoffentlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schuhe. Wäre ja langweilig, ne? Und Gurdy töten könnte, ne? Ohne Schaden zu nehmen. Ich meine, angeblich hat sich meine Chance nicht verringert, aber das muss auch nichts heißen. Nur weil ich das da nicht so richtig mitkriege, weiß das auch gar nicht. Ich brauche auch ungefähr ewig für den Typen, ne? Er wird auch nicht ordentlich vergiftet. Das kommt noch dazu. So. Wow. Würdest du bitte draufgehen, mein Freund? Nö, wird er, glaube ich, nicht so gerne. Hehe. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Ich bin blöd. Guck mal, Shot Speed und Damage Up. Gerne, gerne, beides. Oh, toll. Da! Ja, natürlich. Natürlich. Du mich auch. Hasse dich, du bist doof. Geh bitte sterben. Möglichst. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich erkennen soll, welches von diesen Dingern der macht und was ich dagegen tun soll, wenn der sich dreht, wenn ich ehrlich bin. Bin dafür einfach zu doof. Es geht. Manchmal geht es. Was hat er denn da? Er hat das Ding. Jo, dann mal. Jetzt wird das immer automatisch gesprengt und ich verliere immer ein Leben, wenn ich das benutze. Kann das sein? Wird es das sein? Garantiert, ne? Das ist doch... Bescheiden ist das doch, ey. Ja, jetzt sterbe ich wahrscheinlich sogar gleich hier noch irgendwo dran, einfach.
Jo, ich komme hier nicht wieder raus. Ich sehe mich gleich einfach draufgehen an dem Blödfug. An dem Void dann. Das ist doch kacke, ist das doch. Sorry. Wenn ich nicht vorher sterbe. So, noch einen Schlüssel. Oh, ich bin so kurz vorm Abnippeln, ne? Und ich habe gefühlt auch irgendwie nichts, was ich dagegen sinnvoll tun kann. Ich möchte dieses Void-Ding doch jetzt dann gar nicht mehr benutzen. Das ist doch doof. Ich sollte es wirklich sein lassen, dieses TNT-Ding aufzusammeln damit. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gekriegt habe. Das ist nicht das erste Mal und zwar bis jetzt nie gut. Oh, Schande. Leben, da vorne ist Leben, ich will das haben. Nein! Ich wurde in die Ecke gedrängt. Ich konnte da nichts für. Okay, einen gemütlichen Schluck Kaffee und dann jetzt nochmal von vorne das Ganze. In ordentlich, bitte. Mit halbwegs sinnvollen Items, wenn es geht, nie wieder das TNT-Ding einsammeln. Guck mal, da können wir theoretisch das nämlich direkt noch wieder verbauen. Warum mache ich die Dinger hier kaputt? Ich meine, es könnte was drin sein, aber... Da! Ist klar. Komm, erstmal die... Ich hab... Da liegen komische Buchsen. Was tun die komischen Buchsen? Camo-Kit. Aha. Oh, toll. Prima. Hier wollte ich hin. Jetzt weiß ich, wo der Boss ist, aber das war es auch. Das hätte ich übrigens nicht tun sollen. War doof. Also das Ding hätte ich wahrscheinlich nicht auch einsammeln sollen. Was heißt Camo-Kit? Was tut das Ding? Was tut es? Ich will das Leben haben. Aber ich will es, warte mal, ich will es glaube ich noch nicht einsammeln. Das mache ich gleich. Ich muss erst nochmal, oder ich will erst nochmal zurück. Oh, guck mal. Ist das immer, wenn ich in einen Raum reinkomme? Das wäre ja fancy. Also es würde, glaube ich, nicht besonders viel helfen, weil ich fange halt an zu schießen und dann passieren Dinge. Ja, da kann ich mich tatsächlich erstmal positionieren mit, wa? Wie geil eigentlich. Ein bisschen lustig ist es schon. Es hilft nicht viel, gefühlt, weil, ja, ne? Wie gesagt, erst wenn ich irgendwie schieße, wenn ich schieße, so, dann werde ich direkt wieder sichtbar. Das ist halt irgendwie crap. Ziemlich. Guck mal, Leben und Bomben. Das ist lustig, dass ich mal die komische Buchse, die er anhat, aber noch sehe. La la la. Hallo. Tja. Ich frage mich gerade, ob es da irgendwelche sinnvollen Uses für gibt. Geht das mit dem Holy Crap-Kombo mit dem Messer? Und wenn ich das dann nicht werfe, sondern einfach nur so in der Hand halte, kann ich dann einfach alle damit abstechen? Wow, wäre das krass. Oh, das hätte ich jetzt gerne. Das würde ich jetzt total gerne ausprobieren. Ob das funktioniert. Komm, dann nehmen wir das jetzt mit. Jetzt wissen wir, dass hier nichts Sinnvolles mehr ist sonst. So, der gute Larry. Da schieße ich aber mal direkt drauf, weil whatever. Der bewegt sich eh random, wollte ich sagen. Das ist aber nur so geheim mal ganz am Anfang vom Raum. Ne? Solche Items sind meiner Meinung nach nicht so toll. Wobei das komische Toxic Pestilence-Dingen ist schon... Au, ziemlich cool. Okay, au, langsam wird's hier ärgerlich. Langsam wird's hier nämlich voll. Mit dem komischen Häufchen und so. Und ich laufe die ganze Zeit so, dass mich die Häufchen dann tatsächlich am Weiterlaufen hindern. Larry ist ja kein schwerer Boss, wollte ich gerade sagen, aber er ist furchtbar nervig und wenn er erstmal irgendwie ganz random doof in der Pampa rumeiert, dann kann man echt Probleme bei dem kriegen, ne? Jetzt gerade... Ah. Ich habe tatsächlich
1,5 Herzen an dem Typen verloren. 3-mal habe ich mich treffen lassen. So, Tiers und Shotspeed abnehmen wir natürlich gerne mit. Und auf geht's. Auf geht's weiter nach unten. Plus 99% auf Holy Crap. Sehr gut. Ich dachte, vielleicht können wir dann auch irgendwie gucken, ob wir da vielleicht einen Geheimraum haben, aber nö. Nö. Kann ich eigentlich schnell eine Bombe dann legen und dann habe ich... Oh, oh. Ich sehe den gar nicht dahinter. Der Typ ist einfach zu groß und fett. Stirb jetzt! Das ist nicht mal einer, der irgendwie rumschießt oder so. Und ich habe natürlich keine Karte. Das ist aber besonders toll. Hier ist nichts. Gar nichts. Außer ein paar Häufchen, in denen aber tatsächlich Dinge drin sind. Zumindest in manchen davon. Ja, toll. Ich muss ja irgendwie drauf schießen. Sonst komme ich ja nicht mal dran. Ich kriege auch schon wieder nur so Räume, die irgendwie nervig sind, ne? Weil man irgendwie ewig mit denen braucht. Das ist doch blöd. Also hier sowas zum Beispiel. Jetzt muss ich halt hier total vorsichtig drin rumeiern. Damit das irgendwie was wird. Eine Truhe, da habe ich nichts von, weil ich habe keinen Schlüssel. Was übrigens auch nicht toll ist, weil Itemraum komme ich so auch nicht rein. Das ist halt auch nicht gut. Ich könnte einen Schlüssel gebrauchen. Dringend. Relativ dringend. Am. Nee. Ah, what the? What? Warum hat der. Was? Warum hat der auf mich geschossen? Warum hat er kein Ad gemacht, sondern geschossen? Das ist doch Mobbing, ist das doch. Ja, 35 oder 36. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keine Items. Was habe ich eigentlich? Nichts habe ich. Jo. Träume ich noch weiter. Du doofes Mistspiel. Du doofes, blödes Mistspiel. Jetzt werde ich gleich von so einem Hub getötet. Nee, ich werde von irgendeinem... Ja, ich komme nicht wieder raus. Ja, doch, doch, doch. Ich bin irgendwie wieder rausgekommen. Können wir bitte noch einen Schlüssel kriegen jetzt, damit wir wenigstens in den Itemraum da oben reinkommen. Das sind übrigens auch wieder diese Räume, wo ich irgendwie, die halt wieder ewig dauern. Nein, kein Schlüssel. Das Spiel möchte mich echt mobben, ne? Es will mich mobben. Das ist nicht wahr. Es ist kein Schlüssel. Nicht ein Schlüssel. Ich hänge hier rum und kann nichts Sinnvolles tun. Ich komme nicht in den Atomraum. Ich komme nicht an die Truhe da unten ran. Nix. Ja, nix. Hier könnte ein Geheimraum sein. Nope, natürlich nicht. Monstro. Hallo Monstro. Vielleicht soll ich erstmal die Ads töten hier. Oh oh. Die werde ich jetzt schaffen. Das wird halt ewig dauern, weil ich habe ja nichts Sinnvolles. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen... Das ist Mobbing. Das ist einfach alles Mobbing. Quengel, quengel. Kann ich mal springen? Kann nicht mal sinnvoll springen, der Typ. Mobbing! Mobbing! Du bist schuld! Mobbing! Ich will doch nur in den Itemraum. Jo! Schuhe! Pam, den fresse ich auf. Dann habe ich jetzt nämlich, kriege ich jetzt nämlich immer einen Magic 8 Ball.
Ja, ich komme wohl nicht an den Itemraum dran. Toll, dankeschön. Super Spiel. Machst du echt ganz toll. Habe ich eigentlich gerade... Ich glaube, ich habe Damage gekriegt tatsächlich. Immerhin etwas. Habe ich? Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, ich habe eben Damage gekriegt. Ich wollte gerade sagen, wenn er mir jetzt direkt einen Schlüssel gibt, ne, dann raste ich so aus. Ich wollte gerade sagen, schießen die überhaupt? Ja, tun sie. Wenn sie es nicht tun würden, wäre das Item mehr sinnvoll. Das Item ist einfach so nutzlos hier, ne? Die komischen... Ja. Den Fluch wieder hier. Was habe ich von... Den Raum hatten wir übrigens schon mal. Den hatten wir schon mal. Hey. Wenn das jetzt eine Bad Trip-Hille ist, ne? Nein, wir werden kleiner. Komm. Es ist schon wieder Big Horn, ne? Das ist unglaublich. Oh oh. Darf ich nur... Ich sollte nicht zu viel Schaden nehmen bei dem blöden Sinn. Gott, warum sind da drei? Wie viele Hände hat der Penner? Ah! Hilfe! Es wird schlimmer! Ah! Gefühlt hat der Typ mehr Hände. Also, warum sind da jetzt schon wieder so drei? Och, das ist ein... Natürlich! Natürlich! Ist klar! So ein dämlicher, blöder, au, blöder, au, 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 blöder, au, nein, au. The Fudge! Ich hasse den! Und ich mag das Spiel nicht mehr. Können wir jetzt bitte von vorne mal irgendwie richtig ordentlich, Curse of the Blind, es geht auch nicht, ohne dass mich das Spiel gerade trollen möchte. Es geht einfach nicht. Okay, ganz ruhig jetzt. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles völlig problemlos und in Ordnung. Nichts passiert. Wir spielen jetzt ordentlich und kriegen hier ordentliche Items und so. So, was haben wir da? Das Auerglas. Nö, aber so gerne. Wir kriegen natürlich keine Stats ab dafür, aber das ist nicht so schlimm, weil das Auerglas ist tatsächlich sinnvoll. Als, oder? Ah doch, das ist sinnvoll in dem Ding. Warum nicht? Kann man nehmen. Es ist ja nicht das komische Ding, was irgendwie alles zurücksetzt. Das wäre nervig. Das hätte ich nicht so gerne gehabt. Oder war es das? Moment, lass mich kurz überlegen. Nein, ne? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder was? Oder wie? Hm. Nee, das ist das Ding, was einfach alles verlangsamt, oder nicht? Ich meine schon. Ich hoffe. Das wäre jetzt so durch. Das wäre jetzt so durch, wenn ich jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich das Ding benutze, aber immer irgendwie den Raum nochmal machen muss oder so. Da. Ah. So, was haben wir hier? Da ist der. Da ist der Shop. Den Shop will ich nicht, den brauche ich nicht. Der Shop kann mir mal schwer gestohlen bleiben. Ham. Da gibt es einmal... Das ist aber gar nicht so schlecht jetzt. Damit könnte ich das theoretisch schon mal ausprobieren. Nope. Oh Gott. Oh. Hilfe. Ich laufe mal hinter diesem... hinter diesem Ding her. So. Flup. Fiddlehorn. Oh, schade. Ich habe deinen großen Kollegen schon einmal vermöbelt und einmal hat er mich vermöbelt, leider. Da hat er aber auch gecheatet, sollte man dazu sagen. Er hat ein bisschen gecheatet, hat er.
hat ganz viele komische Sachen gemacht, die ich so nicht okay fand. Das nenne ich Cheaten. Deshalb kriegst du jetzt auch die Fresse. Du bist daran nämlich schuld. Ja, spreng dich. Ich finde das okay. HP ab, ja, warum nicht? Ist in Ordnung. Hätte ich grundsätzlich wahrscheinlich eher verwürfelt, wenn ich es gewusst hätte, aber ist okay.